Hallo und herzlich willkommen bei mir. Ich bin der Patrick, ich bin 20 Jahre alt, so nicht 20, sondern 19,5 Jahre alt. Ich komme aus dem Libanon, aus Beirut, die Hauptstadt. Und heute möchte ich ein Video also auf YouTube machen, und zwar auf Deutsch. Das Video wird auf Deutsch sein. Warum auf Deutsch? Weil ich werde über meine Erfahrungen in der deutschen Sprache sprechen, und zwar auf Deutsch. Also jede Sprache. Ich will nachher werde ich so viele Videos auf verschiedene Sprachen machen, um es zu zeigen, dass ich auch fähig in so viele Sprachen bin. Wie also ich mit der deutschen Sprache angefangen zu studieren, nicht zu studieren, sondern zu lernen. Erstens habe ich mir ein Buch gekauft. Das Buch heißt Assimil, also von der Versammlung von Assimil-Methoden. Es gibt zwei Teile. Das erste Teil, also zwei Bücher, ein Buch von erster Teil und das andere Buch, das zweite Teil. Ich habe angefangen mit dem ersten Teil. Ich habe also eine oder zwei Lektionen am Tag gemacht. Für mich, es war eine ganz andere, es war sehr, sehr fremd. Also Deutsch für mich am Anfang war sehr schwierig. Also ich meine die Aussprache, die unbekannten Worte, die sind so viel. Und also die deutsche Mentalität, alles was um die deutsche Städte, alles für mich war eigentlich so fremd. Also jeden Tag, jeden Tag, nicht jeden Tag, ich machte meine Lektionen. Zum Beispiel, ich machte meine Lektionen, wenn ich fühlte mich zum Beispiel wohl in die Sprache, machte ich mich die Lektionen. Wenn ich fühlte mich so begeistert oder happy, also machte ich die Lektionen. Aber wenn ich fühlte mich erschöpft oder wenn ich fühlte mich ein bisschen frustriert oder deprimiert am Tag, also da machte ich keine Lektionen. Und das ist sehr gefährlich. Eigentlich, ich habe nicht regelmäßig studiert, und das war sehr schlimm für mein Sprachenerlernen im Allgemeinen. Warum ist das schlimm? Weil mein Gehirn also war nicht gewohnt zu die Tonalität die Sprache, und war nicht gewohnt also für die Sprache im Allgemeinen. Ich muss euch heute sagen, dass bitte, ihr müsst eigentlich die Sprache regelmäßig lernen. Ich will nicht sagen studieren, also studieren ist eine ganz andere Sache als lernen. Ihr müsst also die Sprache lernen, und zwar jeden Tag. Ich weiß nicht, wie ihr magt, eine Sprache zu lernen, also beim Lesen, beim Hören, beim Denken, beim Sprechen. Ich weiß nicht, es gibt so viele Weise, um eine neue Sprache zu studieren, zu lernen. Also die Hauptsache beim Sprachenerlernen und beim Sprachenerwerben ist für mich eigentlich die regelmäßige Übungen und die Wiederholung. Und zwar jeden Tag, also jeden Tag. Auch wenn du, ich weiß nicht, auch wenn du so erschöpft bist, auch wenn du so K.O. bist oder total kaputt bist, ich weiß nicht, oder, auch wenn du bist deprimiert, lass die Sprache eigentlich nicht raus. Du musst also, bitte, ihr müsst alle jeden Tag wiederholen. Am Anfang wird es nicht leicht sein, ich weiß, es wird so schwierig sein, weil alles unbekannt, wie ich gerade gesagt habe, alles unbekannt, alles ist ganz fremd und ja, schwierig, und die Tonalität klingt nicht so gut an unsere Ohren. Aber das macht nichts, das macht nichts. Ich weiß, dass ich jetzt so viele Fehler in der deutschen Sprache mache, und ich spreche mit so vielen Akzent, das weiß ich ja schon, aber Fortschritte macht man nur, wenn man eben die Sprache verwendet. Wenn man eben die Sprache verwendet und wenn man eben regelmäßig studiert. Und das
die Hauptsache beim Sprachenerlernen. Ich muss auch sagen, dass also am Anfang, wenn ich angefangen habe mit Assimin, mit dieser Assimin-Methode, da war ich ja nach 3 Monaten könnte ich nicht so viel sprechen, nicht so viel sprechen vom Deutsch. Und also ich musste mir eine ganz andere Sache finden. Ich musste mir eine ganz andere Methode auswählen. Also diese Methode war gut, diese Assimil-Methode, aber du kannst sie nicht, die kannst du nicht nur anwenden. Du musst so viele Methoden gleichzeitig anwenden, das ist die wichtigste Sache beim Sprachenerlernen. Ich meine, du musst zum Beispiel total eintauchen in die Sprache haben. Du musst dich eintauchen in die Sprache. Es ist sehr, sehr wichtig. Es ist die hauptwichtigste Sache. Eintauchen zum Beispiel beim Hören, also so viele Lieder. Warum ladet ihr einfach viele Lieder runter? Und hören Sie das auch viele Male an. Also nicht nur Lieder, sondern auch Podcasts auf Deutsch, die euch interessiert. Also Podcasts, Lieder, Videos. Du kannst auch Videos sehen unter Texter. Also ja, und das auf viele Weise eine Sprache. Gleichzeitig, also total eintauchen, das ist das Schlüsseln der Sprache. Es ist nicht nur beim einen Kurs zu machen, zum Beispiel, wenn du einen Kurs besuchst, das ist nicht genug. Ich glaube, das ist nicht genügend. Ich muss sagen, dass total eintauchen ist das Schlüssel. Jetzt zum Beispiel, was ich mache, ich spreche mit so vielen Menschen und zwar auf Deutsch. Wir sprechen nicht jeden Tag, aber 3 Male am Woche. Aber das ist nur, du kannst also deine Sprache zum Beispiel 3 oder 4 Mal am Woche anwenden, nur wenn du ein höheres Niveau in der Sprache erreicht hast. Und nicht, wenn du am Anfang eine neue Sprache mit einer neuen Sprache angefangen hast. Mit einer neuen Sprache angefangen. Also du musst viel antauchen und zwar am Anfang. Jeden Tag und dann wird es leichter für dich sein und du wirst eigentlich die Worte viel schneller behalten und die Ausdrücke und deine Aussprache wird automatisch sein. Du wirst eigentlich deine Sprache automatisch kriegen. Ich bemühte mich eigentlich nicht, meine Aussprache am Anfang zu verbessern. Ich habe so viel andere Sachen in die Sprache gemacht, nicht nur Aussprache. Ich habe mich nicht so viel auf die Aussprache konzentriert. Ja, das ist alles. Also viel eintauchen und zwar am Anfang und ja, und am Ende könnte ich euch mal sagen, ihr müsst eigentlich viele Wut haben, Wut, und ihr müsst eigentlich auch in der Tat mutig sein, um eine Sprache zu lernen. Es ist nicht schwierig, es ist sehr einfach, aber man muss die richtige Methode auswählen. Und nicht nur eine Methode. Eine Methode wirkt eigentlich nicht alleine. Man muss also so viele eintauchen und so viel in der Sprache. Und das ist die wichtigste Sache, dass man muss die Sprache genießen. Man muss nicht sagen, nein, also jetzt muss ich eine Stunde zum Beispiel auf Deutsch, muss ich eine Stunde Deutsch lernen oder muss ich eine Stunde Italienisch oder irgendeine andere Sprache lernen. Das geht so nicht. Man muss sich entspannen im Bett oder irgendwo. Man muss sich entspannen und die Sprache genießen. Und so das Gehirn wird eigentlich lernen. Also jetzt
Ich muss mir verabschieden und ich bedanke mich viele Male an euch und also danke sehr und viel Erfolg in Ihrem Leben. Bitte lassen Sie mir einfach Kommentare darunter und ich werde Ihnen baldmöglichst beantworten. Danke viele Male. Bis bald. Tschüss.